Hi, mega krass mal wieder. Wäre da so, Entschuldigung, aber ich bin in einem neuen Marvel-Film zu sehen. Ich weiß nur noch nicht welchen. 2023 soll da rauskommen. Tja, ich bin aktuell der Typ, der aus dem Tesseract springt und schon noch Werbung für rap-soldat.net macht. Meine eigene Website. Lustig. Tja, nebenbei Fear in the Slaughterhouse ist wirklich eine existierende Band, die man zufälligerweise oder mehrere existierende Bands, die es wirklich gibt. Fakt ist nur, irgendwie scheint es wirklich die, ja, wie sagt man, Marvel Agency Shield tatsächlich zu geben. Vor kurzem, also habe ich via Funk empfangen, dass, ja, wie sagt man, die Marvel Studios scheinbar den Mond überlagert haben, um Videotraces durchzuführen. Nicht so wie ich jetzt gerade mit einer Kamera, sondern, ja, wie sagt man, tatsächlich mit Ninja Tracer Kram. Nun ja, des Weiteren, die Marvel Studio Geschichten scheinen tatsächlich vor 7000 Jahren in Realität passiert zu sein und hätten fast das Ende der Welt bedeutet.